So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Und ihr wisst ja, ich habe jetzt einiges an Beute eingesammelt. Und damit gehe ich jetzt mal zum nächsten Auktionshaus. Ihr wisst ja weiterhin, das neue Projekt, das ich ja, wofür ich ja leider den Traktor verschieben musste. Heute wird das Farmhaus weitergebaut, so gut es eben geht. Ihr wisst ja, die Preise sind hoch und ich muss sehr, sehr viel Farmarbeit auch leisten dafür. Und jetzt machen wir einfach mal das Inventar auf. Und oh, da haben wir aber viele, viele Sachen bekommen. Sehr, sehr viele Sachen. Und einige sehr wertvolle auch. Also Silbererz wird mir einiges an Gold bringen. Golderz könnte etwas einbringen. Kupfererz nicht so sehr. Dann haben wir hier ja auch noch Smaragde und Saphire, glaube ich, ne? Grün und Blau, die Edelsteine. Mal ein bisschen Edelsteinkunde betreiben wir. Dafür gibt es auch Geld, weil diese Smaragde und dieses brauchbar für diverse Crafting-Projekte und natürlich auch für die Angeln, für den Angelköder, für den Blinkerköder. Ja, und ich glaube, ihr seid vielleicht ein bisschen schockiert wegen der letzten Folge. Aber wie gesagt, einige Leute haben ja ständig gefordert, ich soll mal ein bisschen die Negativpunkte vom Spiel aufzählen. Und für mich sind das eben Negativpunkte, die ich das letzte Mal aufgeführt habe. Ich denke mal, PvE-Spieler werden sich mit diesen Änderungen wohl ganz wohlfühlen, dass man da eine Peacetime auch auf der Insel in der Mitte hat und dass einige Sachen doch etwas entschärft wurden vom PvP gerade her. Aber ich bin gerne PvP-Mensch, also ich spiele jetzt nicht aktiv, also kämpfen PvP nicht so sehr, aber ich bin ein Mensch, der gerne taktiert. Ich bin ein Stratege und Taktiker. Und was man durch Skill vielleicht nicht rausholen kann in Argage, hat man zumindest die Chance durch eine gewisse Taktik, die feindlichen Spieler auch in das Licht zu führen. Und deswegen mag ich auch diesen Nervenkitzel bei diesen Handelstouren so sehr. Also nehmt euch diese Kritik nicht zu sehr zu Herzen. Wie gesagt, das ist, also gut, Jammern auf höchstem Niveau ist jetzt schon wieder übertrieben. Das ist schon ein berechtigtes Jammern, zumindest für PvP-Spieler. Und auch für Leute, die absolut gegen Itemshops sind, ganz klar. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir es hier mit dem Bombenspiel zu tun, sonst würde ich das ja auch nicht spielen, ne? Aber ihr wolltet das so hören, deswegen habe ich das auch gemacht. Und jetzt gibt's Kassensturz. Also, wir zählen mal die Steine, die wir bereits haben. 100, 200, 300, 400, 593 Steine. Wir haben also quasi die ersten zwei Stacks für unser Haus schon fertig. Dann machen wir mal das Eisen. 100, 200, oh, das wird ganz voll. Ja, lala, lala. Also Eisen, ihr seht es ja immer. Da haben wir jetzt einen schönen Vergleich mal, wie viel mehr Eisen als Steine man bekommt beim Klopfen. Da haben wir nämlich schon 1000. Das sind schon drei Stacks Eisen, drei Eisenpakete von den fünfen, die wir jetzt eigentlich brauchen. So, jetzt bei mal kurz einen Arbeitstrank einwerfen. Zack, wir haben nämlich ziemlich wenig, wie ihr seht. Liesel hat viel verbraucht. Auch Oskar war gestern ein bisschen am Arbeiten. Da geht natürlich auch Arbeitskraft raus. Diese grünen Eisen sind eigentlich gar nicht so viel wert, aber, ja, ich kann mal gucken, was die momentan wert ist. Ich glaube, ein Silber pro Stück oder so. Da werden jetzt geschickt, oh Gott, 85 Kupfer. Das heißt, ich kann quasi auch diese grünen Eisen direkt in Barren umwandeln. Das kann ich euch dann auch mal zeigen an der Schmelze. Und das ist alles Stoff, den ich jetzt verkaufen kann. Alles, was jetzt hier oben ist. Und dafür hoffe ich, dass ich halt eine gewisse Summe Gold jetzt bekomme. Fangen wir mal mit den Saphiren. Die sind, glaube ich, blau an. Ihr seht ja hier zwei Saphire, 8 Gold 90. Da lässt sich Liesel natürlich nicht lumpen, da machen wir mit. Das sind dann quasi 8 Gold 90, 4 Gold 45, sind 12, sind 13 Gold 35. Das heißt, wir machen dann 13 Gold 30 einfach. Da bin ich auf jeden Fall drunter, mache 48 Stunden Angebot. Und vielleicht wird das ja auch gekauft dafür. Das wäre natürlich Wahnsinn. Dann seht ihr mal, wie sich das auch lohnt, klopfen zu gehen. Ganz dazu im Gegensatz die Grünen, 68 Silber. Da bin ich froh, dass ich nur einen von habe. Da seht ihr auch immer mal so die aktuellen Marktpreise, wie sie jetzt auf dem Server auch sind. Den machen wir auch so rein. Arcium könnte schon wieder ein bisschen mehr sein. Zwei Stück 5 Gold 20, also 2 Gold 60 haben wir hier momentan drin. Ich denke, da gehe ich auf 2 Gold 70 hoch und ich veranschlage 8 Gold 10 für 3-mal Arcium Erz, was ja einen Arcium Barren auch ergeben kann. Vielleicht kauft er deswegen jemand etwas früher ein, wir werden sehen. Ich mache die ganzen Zeiten jetzt immer auf 48 Stunden Aktionszeit. So. Okay, Golderz ist nicht so hoch im Kurs. Da sind wir bei 27 Silber pro Stück. Da machen wir doch einfach mal ein 10er-Stack und einmal 3. So, da können wir uns nämlich leichter mit dem Rechnen tun. Da sind es nämlich hier, nicht 77 Gold, 77 Silber, 81 Silber, machen das weg hier. Auch wieder 48 Stunden. Und dann haben wir nochmal die 10 hier für 2 Gold 70. So, hätten wir auch gleich im 10er-Stack reinstellen können. Ne? So, Silber. Silber haben wir, 30 Silbererz für 27 Gold. Das heißt, wir sind bei 90 Silber für ein Silbererz.
Also Silbererz ist wirklich sehr wertvoll, wird ja auch für sehr viele Sachen gebraucht, das habe ich ja bereits gesagt. Ich würde sagen, wir zweigen da jetzt einfach mal 10 Stück ab. Die setzen wir jetzt hier rein, 48 Stunden, und machen da jetzt einfach 9 Gold für die 10. Jetzt machen wir es mal in der richtigen Reihenfolge. So, und sagen jetzt einfach, die restlichen hauen wir raus für 23 Gold 40. Das sind natürlich tolle Summen, die sich da ergeben. Ihr seht, Bergbau, also wenn ihr quasi gezielt nach Materialien sucht, vor allem nach den kleinen, kann sich schon lohnen. Ja, 6 Silber ist momentan das Kupfererz. Da machen wir jetzt einfach mal 2 raus, machen die für 12 Silber rein. So, und die anderen 40 sind auch nochmal 2 Gold 40. Und rein damit. Holz für unsere Holzpakete kommt jetzt auch noch unten hin. Da haben wir nämlich jetzt 146 durch die ganzen Wildbäume, die ich jetzt zwischendurch mal abgeerntet habe. Und ich habe auch schon die erste Post bekommen. Ihr habt es ja gehört. Blub, 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 blub. Und ja, ihr seht, das lohnt. Ne? Also auch als kleiner Char, wenn man in den Stadtergebieten klopfen geht, das Zeug wird richtig wertvoll. Ich gebe euch den guten Tipp, gebt nicht gleich am Anfang alles ins Auktionshaus. Am Anfang haben die Leute natürlich kein Gold, um das zu bezahlen. Ne? Hebt euch die Sachen gut auf und wartet, weil viele werden ganz überhitzt Sachen ins Auktionshaus reinstellen, auf das große Gold hoffen, aber es nicht bekommen können, weil die Spieler einfach kein Gold haben. Hebt euch die Sachen auf, wartet ab, wie der Markt sich entwickelt. Und wenn ihr merkt, oh, wir kommen langsam von den Preisen her nach oben, dann steigt mit ein. Aber ihr müsst halt weise entscheiden, zu welchem Punkt eventuell der Höchststand erreicht sein könnte. Das ist ja so ähnlich wie an der Börse. So, 81 sind wir hier und 2 Gold 70 da. Das heißt, das war jetzt schon das Golderz und das ist jetzt bereits weg. Schön, 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 schön. Jetzt, wenn ich eh schon mal hier bin, dann verarbeite ich gleich mal auch ein bisschen Stoff. Stoff sage ich schon, ein bisschen Ware. Dafür haben wir hier vorne unsere Crafting Station. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, wie man eben 3 von diesen grünen Eisenerzen bereits umwandeln kann. So, jetzt müssen wir kurz suchen. Einmal hier, seht ihr es? Nee. Na, wo ist denn die Möglichkeit? Hallo? Ist das hier unten? Ah ja, genau, hier seht ihr es. Ich habe 7 von diesen grünen Eisenerzen, die kann ich jetzt direkt in 7 Barren umwandeln. Da lassen wir uns natürlich nicht lumpen, das machen wir auch gleich mal. Also von der Arbeitskraft her werde ich natürlich nicht schaffen, das alles gleich umzuwandeln. Das wird wohl eine große Umwandlungssession werden irgendwann mal, wenn ich die Sachen zusammen habe. Wie gesagt, es werden gebraucht 3000 mal Stein. Davon habe ich jetzt bereits die ersten 593. Es werden gebraucht 1500 Eisen. Das sieht sehr gut aus. Und 1500 Holz werde ich durch Anbau auf meiner gesicherten Vogelscheuche natürlich auch erreichen. Ja, und das ist natürlich ganz praktisch. Also die grünen Eisen braucht man halt für diverse Handelskisten. Aber die fliegen ja einfach nur hinterher, weil Eisenerz gibt es ja wie Sand am Meer. Deswegen kann man natürlich auch gleich direkt in Barren eben umwandeln, wie ich es jetzt hier auch tue. Ausgezeichnet. Ich könnte mir natürlich jetzt auch einen geübten Rüstungsschmied suchen und bei dem das einen Auftrag geben. Der braucht dann weniger Skillpunkte dafür. Aber da muss ich erstmal eine decken. Also auch nochmal vielen Dank an die Gilde Impact, die mir ja hier teilweise Unterstützung angeboten hat auf dem Ostkontinent fürs Umwandeln von Sachen. Sollte ich wirklich mal nicht weiterkommen und die speziellen Berufskenntnisse eines Spielers brauchen, werde ich mich melden. So, 9 Gold. Ich glaube, das ist schon das Silbererz. Ja, was haben wir denn hier? Und 22 Gold 93. Das haben wir uns natürlich auch hart erarbeitet, muss man sagen. Und damit ist unser Kontostand schon wieder auf 42 Gold angewachsen. Und wir haben ja noch einige Sachen drin. So, dann nehmen wir mal wieder das Bonuspferd vom Wochenende. Das wird jetzt bald auslaufen, denke ich mal. Mal gucken, was der Timer spricht. Ja, noch 6 Stunden, dann ist es vorbei. Oh, noch ein Verkauf. Heidet aus. Da schauen wir doch gleich mal, was wir hier haben. Ja, 12 Silber. Naja. Okay, das war jetzt das Kupfererz. Das ging jetzt auch gerade an einen dankenden Abnehmer raus. Ihr seht es ja, es geht relativ flott. Bei den Edelsteinen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich werde mich jetzt auch mit meinen Pottsteinen, ich habe ja noch ein paar, werde ich mich jetzt einfach mal zu meiner geliebten Vogelscheuche potten. Mein bekannter Pottpunkt hier, der unterste auf der rechten Seite. Ihr kennt ihn ja schon ein paar Mal erlebt. So, und während jetzt der Ladebildschirm kommt, mache ich mir erstmal ein kleines Flüppchen fertig. Ne? Braucht man auch mal zwischendurch. Die Spielerzahlen nehmen langsam wirklich rasant zu, also die Spielerzahlen außer dieser Spieler, ganz im Gegensatz zu den koreanischen Spielern, die ja alle nicht mehr so Bock haben. Arcage hat sich jetzt mittlerweile wieder auf den 9. Platz hochgekämpft, wir sind wieder bei 2% Marktanteil, aber vom Trend her ist es natürlich schon wieder ein bisschen nach unten gegangen. Man kann nur hoffen, dass heute, weil ich nehme jetzt diese Folge am Dienstag auf, dass heute Abend bei den wöchentlichen Wallungsarbeiten, dass ein richtiges Gerät natürlich auf die Testserver draufkommt und die Spieler davon überzeugt, wieder reinzukommen. Und ich darf zu den Game Metrics Charts auch noch sagen,
diese Charts sagen nicht, wie viele Spieler ein Spieler hat, sondern wie viele aktive Spieler ein Spieler hat. Also fast sogar noch die bessere Statistik. Wie viele Spieler waren in den Internetcafés von Korea unterwegs und haben dort halt eben eben ein Spiel gezockt. Also wie oft wurde das Spiel aktiv gespielt? Finde ich natürlich eine sehr gute Sache. Halt, falsche Richtung. Finde ich fast noch besser, als einfach zu sagen, ja, wir haben 1 Million Abonnenten, wir haben 10 Millionen Abonnenten, wir haben XXXX Abonnenten. Ne? So weiß man wenigstens genau, jawohl. Die sitzen in den Cafés, die zocken das. Aber diese Internet-Café-Kultur ist natürlich bei uns überhaupt nicht ausgeprägt. Das ist eher so ein koreanisches Ding. Wir haben auch ein paar koreanische Spieler bei uns bei Westnuya Trading, habe ich ja schon erzählt. Und es sind 4 Stück und 3 davon spielen im PC Bang und nur ein einziger spielt zu Hause. Der spielt nur im PC Bang, wenn es Turnierspiele gibt. Der spielt zum Beispiel Sudden Attack. Sudden Attack ist sowas wie Counter-Strike in Korea, ist immer noch auf Platz 2 der Charts. Ist ein sehr, sehr alter Tactic-Shooter. Und für die Ligaspiele, die haben ja Ligen von Kreisklasse bis Bundesliga, kann man schon fast sagen, für das Spiel. Da sind die Matches immer am Wochenende. Und da trifft man sich natürlich noch eher dann in den PC Bangs. Und macht da die Fights unter sich aus. Ja, bei den wild wachsenden Gummibäumen hier bedanke ich mich natürlich auch herzlich für die Holzspenden. Die nehme ich natürlich noch als extra Geschenk mit an. Und dann gucken wir mal, ob unsere 20 jetzt aufgestellten Bäume... Ich vermute mal, der Baum, den ich außerhalb des Claims aufgestellt habe, ist bereits weg. Alles andere könnte mich fast wundern. Ja, komm schon. Ah, Skill. Na also, geh doch. Flop. Und ich sehe schon meine Bäume. So, die nächste Fuhre, die nächsten 19 Bäume und der außenstehende Baum ist auch noch da. Holla, holla, also eine schöne abgelegene Stelle, wo auch gar nicht mal so viele Leute vorbeikommen. Und hier ist übrigens noch Platz für ein Farmhaus, liebe Ostkontinentler, ne? Nicht vergessen. Ich baue mir nämlich kein zweites dahin. So, dann klopfen wir hier mal das Zeug zusammen. Wie gesagt, diese Bäume haben auch eine minimale Chance auf das B-Holz. Da glaube ich gar nicht mal so, das wäre natürlich ein super Nebeneffekt, aber... halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, was ich jetzt hier immer anbaue, ist das Holz, was halt immer zusätzlich auf den Counter geht für die Holzpakete, die ich natürlich brauche. Ich könnte mir jetzt auch überlegen, dass ich sage, ich setze drauf, dass momentan viele Spieler den Steinmetz skillen. Dass eventuell die fertigen Steine weniger kosten als die Rohsteine. Dann könnte ich natürlich meine Rohsteine ins AH reinknallen und mir fertige Steine quasi als Upgrade kaufen. Das heißt, ich würde mir die Arbeitskraft sparen. Da muss man eben abwägen, wie viel Gold sind meine 300 Arbeitskraft, die man ja braucht als Laie, um sowas umzuwandeln, wert. Eieieiei, ein Baum fällt in alle Richtungen. Da müssen wir mal gucken. Also eventuell bietet sich da auch die Möglichkeit, dann könnte ich auch gleich mein erstes Paket sozusagen annageln. Da würde ich mir halt noch wünschen, dass Lasti endlich Stufe 20 wäre. Es gibt ja diese Pet-Erfahrungstränke, die sind aber im Auktionshaus ziemlich teuer. Die kriegt man aber momentan auch über das Angel-Event, muss ich dazu sagen. Aber das Angel-Event, wie gesagt, spiele ich ja mit Oscar. Ich will ja mit Oscar das Angelset zusammenbekommen, deswegen tut es mir echt leid, aber mit Liesel werde ich das nicht vorstellen können. Aber macht ja nichts, eine halbe Stunde doof beim Angeln zugucken. Naja, ist genauso wie eine halbe Stunde doof beim Farmen und Klopfen zuzugucken, ne? Aber ich habe jetzt wieder einige Interviewgäste noch gewinnen können für weitere Folgen. Auch ein paar Newcomer, die so noch nicht dabei waren bis jetzt. Dass sich alle mal ein bisschen äußern werden. Heieiei, das kracht und knallt. Die Bäume haben anscheinend neue Fallanimationen, ne? Hört ihr das? Ja, das hört sich auf jeden Fall anders an. Die Soundeffekte wurden anscheinend auch wieder ein bisschen getauscht. Finde ich auch atmosphärisch. Hat jetzt irgendwie auch einen Hall-Effekt noch mit dran. Bom. Wow. Da wird mal weggesäbelt vom Baum. Da kann man auch mal surfen gehen auf dem Baum. Nein. Okay. Damit steigt der Holzcounter auf 289. Von 1500. Also das geht auch voran. Und natürlich mein Hausvorkommen nehme ich natürlich auch gleich wieder mit. So, und auch hier wieder zweimal Stein und einmal Eisen. Jetzt sind wir schon bei 595 Steinen. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wie gesagt, ihr lernt halt hier halt auch ein bisschen, wie man sich strukturieren kann beim Aufbau von Sachen. Und wie man halt eben auch Pläne mal ändern kann. So wie ich es jetzt eben gemacht habe mit dem Traktor. Ich finde es übrigens schön, dass ihr das so wohlwollend seht, dass ich erstmal auf Farmhaus gehe. Aber
Ich meine, so eine Gelegenheit auf so einem befüllten Server, wo echt normalerweise der Kampf um Plätze ziemlich groß ist. Ja, das ist natürlich schon eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Ja, was ist denn jetzt das? Wie gesagt, in den Stadtgebiet, also diese Bäume sind halt nicht sehr beliebt. Die professionellen Holzanbauer, die setzen natürlich auf teure Bäume, weil jetzt die Skills auch schon entsprechend oben sind bei den Holzfällern. Deswegen hat man als neuer Char, auch wenn man später einsteigt, immer noch die Chance, zumindest mehrere Wildbäume auch abzugrasen, wie es hier jetzt der Fall eben ist. Ich glaube, das hier ist auch so eine Private Housing Area, ne? Hier hat sich auch jemand. Na, was hat sich denn der alles geangelt hier? Ich habe noch meine kleine Vogelscheuche, ich kann ja immer ein bisschen spionieren gehen mit der kleinen Vogelscheuche, ne? Ja, und hier ist tatsächlich nur diese Fläche für ein Haus und eine große Vogelscheuche. Also der hat wirklich seinen absolut privaten Wohnsitz hier vor den Toren von Mahadevi. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe halt mal, dass dieses System auch noch dynamisch umgesetzt wird. Das gab es ja kurzzeitig auf dem Testserver. Aber ich denke mal, es gibt einfach zu viele Probleme. Man hat Raid-Bosse, man hat Questgebiete. Man weiß halt nicht, kann man, also darf man das setzen, darf man nicht setzen. Die Restriktionen werden einfach zu hoch. Dafür hat das Spiel einen viel zu hohen Theme-Park-Einfluss. Aber immerhin, durch diese Areas ist wenigstens ein bisschen so der persönliche Geschmack auch getroffen von Spielern. Und es wird ja auch für andere Gegenden bestimmt noch kommen, dieses ganze System. So, dann machen wir jetzt mal den Vergleich. Wir schauen mal nach dem Preis für Rohsteine im Moment. 100 Rohsteine sind bei, ich sage jetzt einfach mal, 3 Gold 70. Das heißt, ein Paket müsste für 11 Gold 10 zu haben sein, damit sich der Wert deckt. Und da schauen wir noch gleich mal. Und das Paket selbst ist momentan... Oh, das ist Holz, Moment. Ja, bei 15 Gold 30. Das heißt, 300 Arbeitskraft werden momentan hier im Spiel mit... Lass mich mal kurz rechnen. 300 Arbeitskraft werden im Spiel momentan mit 5 Gold, nicht mit 5 Gold, Moment, mit 4 Gold 20 vergütet. Das ist natürlich schon heftig, muss ich sagen, ne? Da muss man wirklich immer gucken. Also das heißt, da lohnt es sich fast schon, die Dinger selber umzuwandeln. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit den Erzen an. Da muss ich jetzt wieder mal wegblenden, so. Ja, 100 Erze sind bei 30 Silber. Ist natürlich gar nichts wert, das Zeug, ne? Und 100 Barren sind dann bei... Und einer Barren sind bei 4 Gold 49. Das heißt, damit kann man sogar ein richtig gutes Plus machen, wenn man die umwandelt. Also ihr 50.000er Rüstungsschmiede wandelt fleißig Erze um. Da könnt ihr wirklich für 200 Arbeitskraft, die ihr einsetzt, bekommt ihr dann 3 Gold noch was. Wie gesagt, der Wert, die Umrechnung Arbeitskraft in Gold ist dann ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Sache. Ich glaube, bei Holz brauche ich dann gar nicht zu gucken, ne? Da haben wir hier 3 Gold 40 und das sind dann 11. Ich glaube, Holz ist das, wo es sich am ehesten noch lohnt, direkt umzuwandeln. Ne? Also, das ist jetzt der Stand der Dinge und ja, das bin ich jetzt auch etwas enttäuscht. Naja, was will man tun? Das heißt, ich muss mich doch auf Muskelkraft hier bei der Umwandlung verlassen. Moment, mal gucken, was der Bankier noch... Lass mich mal zum Bankier. So. Ja, der Bankier spricht ja, dass ich auch schon Erze da habe. Das ist ziemlich gut für den Start. So, und dann noch die 97, also 1097 von, ne, Schmann, stimmt ja gar nicht, 1120 von 1500 Eisenerz sind bereits in meinem Besitz. So, wir vergrößern mal unsere Bank ein bisschen, 50 Silber, 1 Gold und die 3 Gold leisten wir uns auch noch. Wir haben jetzt ein bisschen Gold eingenommen, wir brauchen ja den Platz für unsere Planungen und Strategien. So, natürlich die Traktorteile bleiben natürlich hier erhalten, wie bereits angekündigt. So, dann packen wir mal die Steine ein, 595 aktuell. Ordnung muss ja irgendwie auch sein, ne? Und ich weiß, es gibt einen Sortierbutton, aber ich bin jetzt nicht so unbedingt der allergrößte Fan vom Sortierbutton, muss ich ganz ehrlich sagen. Hep, hep. 294 mal Holz ist auch schon bereits drin. So, okay. Kaufen wir uns ein paar Bäume und pflanzen wir wieder neu an. Und machen auf dem Weg natürlich auch, haben wir noch ein bisschen, Daily-Stoff. Ihr wisst ja, ich brauche diesen Weizen noch für die Daily. Habe ich den jetzt hier... hier ist er. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal nach Mahadevi rein und nehme die Daily nochmal mit, weil dieses Buff-Food kann man ganz gut verkaufen und ich kann auf den EP-Bonus getrost verzichten. So, dann brauchen wir jetzt hier wieder 20 Stück. Ist der richtige, ne? Ja, ist der richtige.
So, nehmen wir wieder 20 Stück. Wahrscheinlich werde ich bloß wieder 19 drauf bekommen. Ich hab's halt nicht so drauf mit dem Setzen, ne? Dann kommt der letzte halt wieder. Nein, ich brauche Lasti. Ich muss unbedingt Lasti auf Stufe 20 bringen, damit ich dann auch. Ich muss Lasti erstmal wieder beleben. Scheiße. Na, wenn man den mehrere voll. Ach, ich glaube, der ist auf dem Nordkontinent draufgegangen, ne? Ach, der arme Lasti. So ein Mist. Ding, 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 ding. Also mal die letzte Folge tat so richtig gut, mir mal ein bisschen den Frust von der Seele zu reden. Dann habe ich wieder gezockt und habe gemerkt, ach, das ist alles nicht so viel. Aber dennoch, während den Anfängen habe ich schon gesagt, ne, es ist halt wirklich so, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Und gucken, weil wenn die kleine Hand gereicht wird, ne, dann wird gleich der ganze, der kleine Finger gereicht wird, dann wird gleich die ganze Hand genommen. Das wäre wirklich schade für das Spiel. Ich denke mal, damit sich halt die PvP-Spieler auch pudelwohl drin fühlen sollten, muss auf jeden Fall da auch was geboten sein, dass. Oh, sind die Feierlichkeiten schon vorbei? Scheiße, gibt's gar keine Daily mehr. Na gut. Kein Gold mehr mitzumachen. Ich denke mal, der Preis dafür wird jetzt auch ganz schön steigen dann. Dann nutzen wir die letzten 10 Minuten des Let's Plays noch für den Anbau der Bäume. Und ich werde vielleicht auch nochmal Blümchen ansetzen außerhalb des Claims. Und die nächste Folge wird dann weiter gehackt und weiter gefarmt. Ja, das Let's Play, wie schon 1000 Millionen, aber Millionen mal gesagt, ist live. Hier geht eine Folge in die nächste über. Gucken wir mal, ob wir hier im Dschungel noch irgendwas abstauben können. Auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach dem Glück, auf der Suche nach Bäumen. Rrr, scheiße. Tja, wenn man sich überlegt, der gestreifte Jata ist jetzt auch nur noch so ein Gold wert. Für den guten Henry habe ich 5 Gold ausgegeben. Ne? Also langsam wird der Classic Jata eher zur Rarität hier auf dem Server, weil den kaum noch jemand hochlevelt. Alle kaufen sich eben die gezüchteten Jatas, die ja bereits mit Stufe. Mit Stufe 30 anfangen. Naja, mit der Jada-Zucht haben sie es ja auch gewaltig übertrieben. Aber es war halt auch gut, Knete mitzumachen. Ne? Der schwarze Jada ist immer noch so an die 100 Gold wert. Und man hat immer noch eine gute Chance, den zu kriegen. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, liegt die Chance für den gestreiften Jada bei 80%, 15% für den Alpino Jada und 5%, also in 20 Geburtsvorgängen, einen schwarzen Jada. Und es wird ja auch nicht jedes Mal das Männchen geil oder die Weibchen schwanger. Also das ist schon ein langwieriger Prozess, das haben wir ja schon festgestellt. So, setzen wir nochmal neu an für die nächsten. Ich sag mal, ich bekomme jetzt so 7 Holz pro Baum, das sind dann immer 140, das heißt, ich muss da 10 Sessions machen. Und habe dann auch mein Holz soweit fertig zusammen. Plus das, was wild wächst, das wird schon viel früher der Fall sein, denke ich mal. Ja, diese kleine Panne mit Folge 101 tut mir übrigens auch noch leid. Es war etwas stressig, muss ich sagen. Ich habe, wie gesagt, auch noch einen Beruf, den ich ausfülle. Und ich hatte das Problem, ich hatte einige neue Spieler. Einer aus den USA, einer aus Kanada. Denen habe ich ArcheAge zumindest mal die Basics ein bisschen erklärt, weil sie neu bei uns in der Gilde sind. Und das Ganze ging dann bis 4 Uhr nachts. Und um 8 Uhr morgens hatte ich gleich meinen nächsten Geschäftstermin. Ich habe also nur 3 Stunden geschlafen. Ich bin übrigens immer noch wach jetzt. In die Stadt reingefahren, zum Termin gegangen und gleich einen Strafzettel kassiert, weil ich keinen Parkschein mehr gezogen habe, sonst wäre ich zu spät gekommen. Also heute läuft das Ganze wieder mal so richtig nach Maß. Voll daneben, ne? Aber ich glaube, solche Tage kennt ihr alle, ne? Ihr habt bestimmt auch so mal so dumme Tage einfach gehabt. Aber gleich mal wieder eine Frage an die Zuschauer. Ist es euch auch schon mal passiert, dass ihr trotz wichtiger Termine, dass euch das MMO so in den Bann gezogen habt, dass ihr gemeint habt, ja, jetzt nur noch diese eine Quest oder nur noch das hier, nur noch schnell das hier machen oder keine Ahnung. Und auf einmal war es spät in der Nacht. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da auch so ein paar lustige Geschichten aus eurer MMO-Zeit auf Lager habt dazu. Da würde ich mich, wie gesagt, wie immer über Zusendung sehr freuen. So, mal gucken, ob das jetzt auch aufgeht so. 5, 4. Also irgendwie mache ich es halt immer falsch. Ich glaube, da müsste noch. Oh, 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 oh. 3. Hey. Dann habe ich gesetzt, das gilt. Das zählt, aber grün.
Na, also. So. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Wird es reichen? Wird es reichen? Ich werde 2. Oh Gott, ich habe heute nur 18 draufgebracht. Nein! Was ein Fail. Na gut, dann setzen wir jetzt wieder mal 2 nach außen. So ist das nun mal, ne? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Was auch für die AQ-Man-Challenge galt, ne? Da hatte auch der Pokal seine eigenen Gesetze. Also die Diskussion ist ja recht hochgekocht, die Emotionen sind natürlich auch recht hochgekocht bei der ganzen Sache. War auch ein bisschen ein Fehler meinerseits, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist doch schon etwas chaotisch abgelaufen. Aber ich muss dem hinzufügen, PvP ist ein berechtigter Bestandteil des Spiels, auch Open PvP auf dem Meer. Und es ist halt einfach nur, ja, wie soll man sagen, einfach nur so richtig, richtig dumm gelaufen, ne? Das muss man jetzt echt mal dazu sagen. Und deswegen wurden die Leute abgeschlachtet und dann gab es halt eben auch die Tauchanweisung von meiner Seite eben. Und letzten Endes, das ist klar, wenn man das Regelwerk zu genau macht, dann ist es auch wieder scheiße. Ne? Man muss sich das mal überlegen. Wie gesagt, für die AQ Man Challenge 2, die ja auf dem Ostkontinent stattfinden wird im Sommer, werden wir uns da auf jeden Fall noch ein paar Regelanpassungen einfallen lassen. Und auch dann gibt es natürlich wieder Preise zu gewinnen, ist ja klar. Ich setze da auch, wie gesagt, voll und ganz auf meine Zuschauer hier und auf die Spender für ArcageOnline.de zum Beispiel. Wir haben ja Spenden-Buttons, sowohl bei mir im YouTube-Channel, wisst ihr ja, als auch bei ArcageOnline.de. Und alles, was zu viel ist, fließt natürlich nicht in unsere eigenen Taschen. Davon werden dann Geschenke gemacht. Die Pakete habe ich am Montag bereits rausgeschickt mit den Sachpreisen, die es von mir gab. Ich habe ja 2 Arcage-Panorama-Poster verlost. Aus der chinesischen Version, illustrerweise. Die hatte ich aber zufällig noch zur Hand und ich muss zugeben, auch doppelt. Ich habe da nämlich noch ein paar, ich habe selber welche zu Hause an der Wand hängen. Und ja, die sind jetzt an Varoloran und Mount-Account an die Postadressen rausgeschickt worden und ich bin mal gespannt, wann die Post bei denen eintrifft. Also Varo hat anscheinend heute noch nichts bekommen, hat er mir gerade eben gesagt. Ich hoffe einfach mal, dass das hinhaut. Ich freue mich da echt schon sehr, 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 sehr drauf. Und vor allem freue ich mich dann auch, wenn die Leute sich drüber freuen, dass das Zeug da ist. Wie gesagt, die nächste Folge wird relativ kurzfristig jetzt auch kommen, weil ich ja jetzt hier, wie ihr seht, auch die kurzen Blumen anpflanze. Das sind jetzt 232 Samen, das werden also so an die 100 Pflanzen werden, aber es sind auch wieder fast ein Gold auf dem Weg zum fertigen Farmhaus. So, jetzt sind die auch fertig. Habe ich noch irgendwas Samenmäßiges da? Ah, ne, das sind immer noch 5. Ups. 2. 3. 4. 5. Dann ist. Ich hätte es eigentlich auch in einen Claim stellen können, aber die Dinger klaut eh kein Mensch. Denke ich zumindest mal. Ja, der Röschenhof erblüht jetzt bald wieder in schöner, in voller Blüte. Mein Vorkommen ist natürlich auch wieder da. Der hat ja denselben Respawn wie auch die Erze, also die sind denselben ungefähren Respawn-Timer wie auch die Erze in der Mine. Da kann ich natürlich immer mal klopfen, da kann ich immer mal nachhacken und gucken, was da so geht. Und wieder 3 Eisnetz und ein Rare-Vorkommen unten drunter. Das heißt, ich kann wieder was verklopfen. Hoffentlich ist es ein grüner Edelstein. Ja, es ist Silber. Es ist Silber, zweimal Silber. Und das sind auch wieder 1 Gold 80. Super toll. Ja, dann würde ich jetzt sagen, beende ich diese Folge mal. Ich bin zwar kurz vor der halben Stunde, macht aber nichts. Ich habe ja einige Folgen in Überlänge jetzt auch produziert. Oh, Post ist auch wieder da. Da werden wir natürlich auch nachgucken in den nächsten Folgen. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen oder vielleicht auch bis später. Ihr habt es ja gesehen, ich lade in letzter Zeit auch mal mehrere Folgen am Tag hoch. Bis dann, ciao, ciao.